Myrscus Danus. Badet ihr eigentlich nie? Doch, wieso? Wir werden sehen. Mag er nicht. Die beiden mag er? Bemerkt. Der gefällt mir. Weder jetzt noch in der Zukunft. Erzählt gut. Oh, der ist klasse. Oh, der erzählt. Bemerkenswert. Das ist wirklich komisch. Gerüchte. Ich bin froh, dass der Resonator wieder funktioniert. Hier treibt sich schon genügend Abschaum herum. Ja, Mirillis Forschung. Sie ist besessen davon, Pflanzen und Tiere zu sammeln. Ich würde von ihr wegbleiben. Geht ihr jetzt bitte weiter. Ich muss hier fegen. Wie du meinst. Tschüss. Myrscus Danus Haus. Ich darf da rein, Leute. Es ist niemand hier. Wenn niemand hier ist, wagen wir es zu stehlen. Wie kommt denn die Essenzen der Leere? Gold. Na gut, ich glaube, das war's. Aber er hat ein großes Haus. Ich glaube, er hat sogar das größte hier. Ja, kommt auch gut dran. Mirilli Ulvens Haus? Die rennt ja gerade da hinten rum. Nein, halt, das ist nicht sie. Aha, da hinten ist sie. Er ist gerade nach Hause gegangen, Leute. Haus von Rent im Kreis. Dank aus. Hallo. Was ist das? Welke Mond? Ah ja. Ein Fremder in der Stadt. Aber wie ich immer sage, ein Fremder ist einfach ein Freund, den ich bisher noch nicht kannte. Hey, Freund, meint ihr, ihr könntet mir helfen? Ich bin im Moment etwas knapp, ich würde mich über alles freuen. Mir fällt gerade ein, Leute, dass wir auch noch Bliss erkunden müssen. Das ist auch eine ganze Aufnahme für sich. Es werden 3 bis 4 Aufnahmen. Da habt ihr eine Münze, Bettler. Danke, vielen Dank. Mirillis Forschung. Sie mag es nicht, wenn ich in der Nähe ihrer Pflanzen rumrenne. Alles, was sie zu interessieren scheint, ist das Sammeln von Pflanzen und Tieren. In Ordnung. Die beiden mag sie. Nicht sicher. Wie nie. Meine Güte, was? Was meine? Oh, das reicht mir. Hab's eilig. Okay. Ich hab noch was vergessen. Was braucht ihr, Freund? Für euch ist das Beste gerade gut genug. Einem Bettler geben wir natürlich noch ein bisschen Geld. Selbstverständlich. 208 Goldstücke. Ihr seid aber wirklich süß. Natürlich. Bis später. So, wir könnten jetzt noch... Es ist niemand hier, Leute. Wir könnten jetzt noch in ihr Haus einbrechen. Alle anderen sind in ihren Häusern und sie ist da hinten.
Ich möchte wissen, was in ihrem Haus ist. Sechs braune Hosen. Pfeilwurz, ein Dietrich. Ah, den Dietrich können wir nicht verkaufen. Aber er wiegt nichts, also egal. Da ist nichts drin. Ginkgo-Blatt. Grummet-Eier, Hundszähne, Essenzen der Leere, noch mehr Grummet-Eier. Drei Gold. Lokasia-Früchte, Lehrlingszeug. Ein Gold. Okay. Dann würde ich jetzt hier speichern wollen, Leute. Da ist noch eine Festung und da ist noch ein Lager. Hatten wir gerade eben nicht gesehen. Also hier das Lager und da die Festung. Und hier ist der Weg. Na gut, speichern wir. Ha, funktioniert. Ich jetzt zur Festung? Eigentlich möchte ich erst zum Lager. War das ein Junges? Nein, eine Adlige. Au. Schade, ich hätte gedacht, hier ist vielleicht etwas versteckt, aber nein. So, wo ist das Lager? Da hinten. Komme ich da vorbei, wenn ich bei der Festung vorbeigehe? Dann gehen wir jetzt halt doch zur Festung. Brocker. Festung Ebrocker. So, so. Oh, schön. Da sind Särge. Wieso sind hier Särge? Oh, es wird hier doch wohl nicht Totenbeschwörer geben, oder? Das wären die ersten hier in Shivering Isles, glaube ich. Aber nein, von der Festung aus komme ich nicht zum Lager. Da hinten ist es.
Keine Ahnung, wie man da dann hinkommt. Per Weg? Naja. Ebrocker, Desania. Dann speichern wir und machen die Festung. Super. Das öffnet sich schon, Leute. Seht ihr? Jetzt. Knochensplitter, Auge des Wächters, Knochensplitter, sehr schön. Irgendjemand sieht uns. Wow, ein Hund? Was für Probleme hast du? Warum treffe ich nicht mehr? Ich habe heute irgendwie richtig viel Pech mit Treffen, Leute. Schon wieder. Also heute habe ich... Ist echt kein guter Tag für mich irgendwie. Oh. Das hatte ich ja noch gar nicht gesehen. Zwingertür. Das gefällt mir irgendwie. Was wird passiert, wenn wir da reingehen und zumachen? Lol, das ist auf der Karte nicht mal drauf. Wie wurde das überhaupt geöffnet? Ich sehe hier nirgendwo einen Schalter. Ich glaube, hinter uns ist eine Falltür. Doch nicht? Naja. Okay, sieht mir nach einem Rätsel aus. Wir erkunden es den Rest weiter. Was ist denn hier jetzt so? Lederschilde. Druckschalter.
Und da öffnet sich was. Oh. Also die funktionieren ja wirklich sehr gut, Leute. Wenn jede Animation hier nur so gut funktionieren würde. Eigentlich brennt hier ja alles, da brauche ich das ja gar nicht. Ich mach's trotzdem. Das Shiogurats Reich, da geht es raus. Hier sind auch was. Da kommt, aber man kommt ja auch irgendwie nach unten. Und hier ist irgendwie was. Krematorium. Und hier Druckschalter, um das hier zu öffnen. Okay, ich möchte jetzt dieses Rätsel lösen. Was passiert, wenn ich das hier drücke? Ich dachte mir das. Und wenn ich das hier drücke? Das gleiche. Okay, bei allen dreien öffnet sich was. Wir werden danach herunterspringen müssen, das ist euch klar, oder Leute? Das ist ein Schalter. Das ermutigt mich schon wieder hochkommen zu können. Ich glaube tatsächlich irgendwie gerade, ich befürchte, wir kommen nicht hoch, sondern noch weiter nach unten. Ja. Das sieht irgendwie cool aus. Oh, eine Fackel. Warum kann man sich das nicht hinsetzen? Das wäre cool.